Ja, einen wunderschönen und willkommen bei einem weiteren Video aus der Model Garage. Heute geht es mal um ein neues Projektauto. Ich weiß nicht, ob der Schlüssel euch was sagt, aber wir haben uns einen Mercedes gekauft. Ein C200 aus dem Baujahr 2000. Ja, den haben wir schon mal ein bisschen angefangen umzubauen, ist allerdings nicht viel vom Mercedes übergeblieben. Ich meine, ich weiß nicht, ob das hier jetzt schon so ein bisschen einleuchtend ist, aber Dominik kann sich ja mal ein bisschen... I'm just calling to say, ich weiß jetzt nicht, ob es direkt auffällt, aber die Bodenfreiheit ist auf jeden Fall ein bisschen gewachsen. Wir haben jetzt stolze Schwellerkantenhöhe von circa, ich weiß gar nicht, haben wir mal ein Maßband? Wir wollen mal ein Zollstück. Oh, Zollstück haben wir da. Was haben wir denn hier? Ah! Naja, fast 70 cm, 68 cm Schwellerkante Einstieg, also perfekt für ältere Leute. Nicht so ein scheiß tiefes Szenecar. Ich meine, tut ja auch nicht Not, geht immer wieder auf den Rücken, ne? Ja, was haben wir hier? Wir haben ein Suzuki Samurai, alt, Baujahr alt. Hier war ursprünglich ein 1,1 Liter Vierzylinder Vergaser, Benziner drin, mit brachialen 50 PS. Und ja, den durften wir im Gelände schon mal ein bisschen testen, war aber ein bisschen wenig. Deswegen ja der Mercedes. Da haben wir den Motor schon mal vorne drin verpflanzt. Huch, das ist alles noch nicht so standfest. Ja, gucken wir mal. Ich komme hier mal raus. Ich hoffe, ich schaffe das ohne Absturzsicherung. Was haben wir machen müssen? Wir haben als allererstes beim Samurai Karosse runtergenommen, Motor ausgebaut, der liegt hinten in der Ecke. Falls man irgendwann noch mal ein bisschen was braucht, aber ich denke eher nicht. Wir haben so ziemlich alles vom Mercedes übernommen. Wir haben die Karosse runtergenommen, Motor runter und dann war schon mal das erste Problem vom Mercedes, war die Ölwanne zu tief. Also mussten wir uns stabile Motorlager selber schweißen. Haben dann den Mercedes-Motor darauf abgesetzt. Ist zwar ein extrem hoher Schwerpunkt, sollte aber aufgrund der kompakten Bauform von dem Auto jetzt nicht großartig zu Problemen führen. Ach so, was man noch sagen könnte, warum wir uns für einen Mercedes entschieden haben. Und zwar, der Samurai hat ja serienmäßig ein verbautes mittelliegendes Verteilergetriebe. Das bedeutet, wir kommen quasi aus einem normalen Getriebe, dass der Motor dran ist, raus und gehen von da aus dann jeweils nach dem Verteilergetriebe zur Vorder- und zur Hinterachse. Das bedeutet, wir brauchten auf jeden Fall ein Auto, was serienmäßig Heckantrieb hat. Also sprich ein Auto samt Getriebe, wo die Kardanwelle nach hinten weggeht. Das Ganze werden wir dann hier unten, kommen hier unten aus dem Mercedes-Getriebe raus und können dann direkt an das Verteilergetriebe adaptieren. Da müssen wir uns zwar noch eine kleine kurze Kardanwelle selber bauen. Das ja, sehen wir dann aber. Wie man auf jeden Fall schon sieht, um die Motorhaube oben zuzukriegen, da der Mercedes-Motor bedeutend größer ist, haben wir uns hier ein Karosserieliftkit selber gebaut. Aus Vollmaterial Stahl, was wir passig abgedreht haben, um 10 cm. Dadurch konnten wir die originalen Aufnahmen hier benutzen. Das sind Gewindestehbolzen. Um auf jeden Fall noch ein bisschen Bodenfreiheit zu gewinnen, haben wir die Achsen umgedreht. Wir haben die Achsen komplett auseinandergebaut. Ich kann da bestimmt auch nochmal Bilder einblenden, wenn ich sie finde. Und zwar gehen ursprünglich die Blattfedern unter der Achse lang. Also die hängen quasi unten drunter. Wir haben uns jetzt hier neue Adapterblöcke draufgeschweißt und quasi die Blattfeder oben drauf gelegt und die originalen Haltebügel einfach nur umgedreht. Dazu müssen wir uns jetzt zwar eine neue Variante für die Stoßdämpfer überlegen, aber ich denke mal, das macht bei dem Projekt jetzt auch nicht mehr so den großen Unterschied. Hier kann man jetzt auf jeden Fall schön die Motorlager sehen, die wir hier reingeschweißt haben. Das bedeutet, der Motor an sich liegt auf den originalen Hydrolagern vom Mercedes. Ich weiß gar nicht, ob es Hydrolager sind oder ob es einfach nur Gummi gelagert ist. Naja, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ist ja auch egal. Bei dem Motor handelt es sich um einen 2,2 Liter Comrail Diesel, der CDI, aus dem Mercedes C200 W202. 2,2 Liter, Vierzylinder Turbo Diesel, also Diesel Power.
im Gelände ist ja jetzt auch nicht sonderlich wichtig die PS-Zahl, sondern eher das Drehmoment. Und ja, leider habe ich den Motor oder beziehungsweise den Mercedes, ich habe ein komplettes Schlachtfahrzeug gekauft, ein Jahr zu jung gekauft. Ursprünglich wollte ich einen mit Verteiler-Einspritzpumpe, also quasi drei Kabel dran und der Motor läuft. Ja, blöderweise habe ich das so im Nacht und Nebel und im Dunkeln und im Kalten gekauft, wie es manchmal so ist, und dann hier zu Hause festgestellt, ja scheiße, Injektoren. Bedeutet also, ich musste den kompletten Kabelbaum übernehmen, und wie man hier sieht, ist das ein bisschen ausgeartet. Liegt nicht zuletzt an der Wegfahrsperre von dem Auto und an den sämtlichen Steuergeräten, die hier mitwirken, damit der Motor überhaupt läuft. Ich habe dann angefangen, den kompletten Kabelbaum aus dem Mercedes rauszubauen, versuchen heile rauszubauen. Habe natürlich von vornherein schon sowas wie Licht, komfortmäßig, Airbags und sowas gleich schon rausgeschnitten. Habe den dann in meiner Halle, also in der Halle hier ausgebreitet. Und dann mit Hilfe von den Schaltplänen von Mercedes, die ich mir dafür besorgt habe, ein bisschen was auch aus den Reparaturbüchern, angefangen, mir den ein bisschen anzupassen. Also sprich rauszuschneiden, was man nicht mehr braucht, die ganzen Türkontaktschalter, die Lichtsteuerung, wie gesagt, die ganze Komfortgeschichte, was Heizung angeht, was Klimaanlage angeht und sowas. Habe ihn versucht ein bisschen auszudünnen. Hat mehr oder weniger auch gut geklappt. Ich meine, wir haben immer noch eine ganze Menge Stecker, Schalter, die hier ins Leere gehen. Was allerdings teilweise auch dem geschuldet ist, dass ich sie noch nicht rausgeschnitten habe, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich sie noch brauche. Und weil ich auch nicht alles markiert habe beim Ausbau. Ja, Motorsteuergerät, quasi das Wichtigste für den Motor. Was er ja braucht, um die Injektoren richtig ansteuern zu können, damit er überhaupt noch läuft. Der Diagnosekabelbaum ist auch noch drin. Habe ich auch drinne gelassen. Bin ich dabei, mir zu organisieren, den passenden Diagnosestecker, um den mal auszulesen. Denn wir haben mittlerweile schon den Stand erreicht, dass der Motor, wenn man den Schlüssel umdreht, anspringt. Allerdings nimmt er noch kein Gas an. Liegt daran, dass wir hier den originalen Gasbautenzug vom Mercedes haben. Also das Teil hier saß am Pedal. Und direkt hinter der Spritzschutzwand im Motorraum am Sicherungskasten bzw. am Relaiskasten sitzt quasi ein elektrischer Gaspoti. Das bedeutet, der Motor wird nicht durch Bewegung des Fußpedals direkt angesteuert, sondern wir haben jetzt hier ein Kabel, was quasi als allererstes mit dem Motorsteuergerät kommuniziert, und das Motorsteuergerät spricht dann am Ende wieder den Motor an. So, irgendwo da ist noch ein Problem dazwischen. Hab mich dann jetzt auch mal ein bisschen belesen, ein bisschen rumgeguckt und bin jetzt auf das Ergebnis gekommen, dass eventuell noch der fehlende ABS-Block dafür zuständig ist, dass der Motor, ich will nicht sagen in Notlauf geht, aber das Gasgeben momentan blockiert. Da muss ich jetzt mal schauen, ob ich den jetzt noch besorgt bekomme. Ich bin da schon an etwas dran. Also Wegfahrsperrengeschichte, was wir dazu auf jeden Fall übernehmen mussten, war definitiv das Zündschloss. Da hier ein Transponder drin sitzt und in dem Schlüssel sitzt ein Transponder drin und hier eine Transponderspule, die erkennt, dass der Schlüssel, der richtige Schlüssel, anwesend ist. Ansonsten setzt sich das Ganze noch fort über den Tacho, den mussten wir übernehmen vom Mercedes, denn da sitzt auch die Wegfahrsperre mit drin. Dann das sogenannte SAM, das Systemadministrationssteuergerät, glaube ich, heißt es. Könnt ihr mich ja berichtigen, wenn es einer mehr weiß, besser weiß. Motorsteuergerät, logischerweise, muss auch das Richtige sein, kann man nicht ein x-beliebiges dran stecken. Ja, wie geht's weiter an dem Projekt? Nachdem ich es hoffentlich in naher Zukunft geschafft habe, den Motor dazu zu bringen, dass er Gas annimmt, werden wir auf jeden Fall die ganze Kabelgeschichte wieder rausbauen. Es liegt ja momentan erst provisorisch jetzt hier ein bisschen durch, so kann man natürlich absolut nicht ins Gelände. Zudem wir ja das große Problem haben, dass da, wo wir Offroad-mäßig unterwegs sind, sehr viel Wasser haben. Wasser ist jetzt natürlich nicht ganz so geil für diese ganze Elektronikgeschichte. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch richtig was einfallen lassen. Ja, wie geht's sonst noch weiter? Wir wollen, beziehungsweise wir müssen für die ganze Geschichte den Ladeluftkreislauf noch bauen. Ladeluftkühler haben wir auch, den originalen vom Mercedes. Ne? Der muss dann hier vorne noch reingesetzt werden. Das müssen wir uns dann noch irgendwie ein bisschen ausdenken, ob es da Schläuche gibt in der passenden Größe, die wir uns dann selber modellieren können, oder ob wir was vom Mercedes übernehmen können, sehen wir dann. Dann müssen wir den Riementrieb noch abändern, denn die
die ganzen Geschichten, sowas wie Klimaanlage zum Beispiel, ist in dem Auto jetzt relativ überflüssig geworden. Wir haben nämlich noch keine Türen. Also wir haben schon welche, wir müssen sie nur einbauen. Momentan ist auch die Servopumpe noch nicht mehr dran. Da bin ich allerdings am Überlegen, ob ich mir das Ganze noch auf Servo umbaue. Ist ein bisschen kompliziert, da ich platzmäßig begrenzt bin. Allerdings ist das Mercedes-Lenkgetriebe relativ ähnlich aufgebaut wie beim Mercedes, beim Samurai. Müssen wir schauen, sehe ich dann. Der Riementrieb kommt, denke ich mal, relativ zum Schluss, weil der Motor und alles sollte auch laufen, solange die Lichtmaschine nicht lädt. Gott sei Dank läuft ja die Wasserpumpe nicht mit darüber, deswegen kann man den auch beruhigt mal kurz laufen lassen, vielleicht früher oder später auch mal eine Testfahrt machen. Vorausgesetzt, die Kardanwelle ist bis dahin gebaut. Ja, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich sag jetzt mal schon vor knapp 8-9 Jahren mit einem Kumpel und seinem Vater zusammen immer nach Peckwitz gefahren zum Männertag. Und das ist quasi ein riesengroßes altes Militärgelände, eine riesengroße Offroad-Schlamm-Area, wo man sich komplett frei entfalten kann. Und wenn man einmal da war, das lässt er natürlich nie mehr los. Damals fing das dann an, wir haben uns mit ein paar Kumpels zusammen einen Quad gekauft. So ein richtiger China-Kracher, 125 Kubik, aber war geil, Heckschleuder ohnehin. Das hat uns natürlich irgendwann dann nicht mehr gereicht. Also fing das dann an, dass wir dann bei eBay Kleinanzeigen geguckt haben, wir brauchen ein Auto und wollten dann jetzt auch irgendwas kaufen, was schon relativ fertig war. Und da ist dann die Entscheidung auf ein Suzuki Vitara gefallen, mit dem 1,6 Liter Motor drin, Vierzylinder. Der hat auch 2 Jahre lang echt gut seinen Dienst gemacht, in, ich sag jetzt mal, Serienzustand, war schon Höherlegungsfahrwerk verbaut, ist allerdings vorher noch auf die Straße gefahren, bis uns ein kleiner Offroad-Unfall dazu gedrängt hat, das Heck abzuschneiden. Ich weiß nicht, wer schon mal in Peckwitz war und den da hat rumfahren sehen in den letzten paar Jahren, wird sicherlich wissen, was gemeint war. Wir können auch noch mal ein Bild dazu einblenden. Ja, der hat jetzt allerdings nach 4 Jahren Peckwitz, zweimal im Jahr, richtig 3 Tage lang Schlammschlacht, dann seinen Dienst quittiert. Also er war dann tatsächlich irgendwann auch mal breit, sowohl Karossen, fahrwerkstechnisch wie motortechnisch. Das hätte jetzt keinen Sinn gemacht mehr, den großartig zu reparieren. Deswegen haben wir uns ein Suzuki Samurai gekauft. Und dieser Samurai war von vornherein klar, der hat viel weniger Leistung als der Vitara, da müssen wir irgendwie was machen. Also wir waren einmal da mit dem, bloß diese Vergasertechnik, mit dem, was wir da vorhaben und dieser kleine Motor ist natürlich, langweilig, wenn man das so sagen kann. Da dort viele Umbauten rumfahren, haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt. Haben dann angefangen, den auseinanderzubauen, haben auch recht schnell ein Spenderfahrzeug gefunden. Blöderweise zu schnell, wir hätten vielleicht noch mal ein bisschen nach was Älterem gucken sollen. Am Ende war das allerdings auch finanziell begrenzt. Ja, das bedeutet, wir wollen mit dem logischerweise niemals auf die Straße. Das ist wirklich nur für abgesperrte Gelände, wollen damit richtig Spaß haben. Wenn es kaputt geht, dann ist das so. Und das macht die ganze Geschichte aus. Das ist auf jeden Fall das Schönste überhaupt, mal an einem Fahrzeug zu schrauben, wo TÜV komplett egal ist. Ich weiß nicht, wer das alles nachvollziehen kann, aber das ist das Herrlichste. Wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt hier die größten Räder drauf machen und das schleift im Radkasten, ist egal. Wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt meine Federn zusammenschweißen, um mehr Höhe zu gewinnen, es ist egal. Man kann es machen und genau das macht diese ganze Geschichte aus. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss des Videos schmeißen wir den Koffer nochmal an. Dazu müssen wir uns allerdings noch eine Batterie organisieren. Dazu klauen wir jetzt mal eine. Ja, unser Batteriekasten momentan, der Beifahrerfußraum. Wir haben unsere ganzen Leitungen von Mercedes noch original so hier liegen, abgesehen von dem Massepunkt. Muss auch erstmal nur seinen Zweck erfüllen. Wo ist denn jetzt die Plus? Achso. Zack. Zack. Als Dank haben wir uns momentan einfach bloß eine PET-Flasche aufgeschnitten, da ein bisschen Heizöl reingemacht, weil wir das gerade noch von unserer Heizung hier hatten. Und haben quasi die, ja, unten in den Deckel die Zulaufleitung mit einem Stück Schlauch reingeklebt und die Rücklaufleitung einfach durch ein Loch wieder in die Flasche reingehängt. Funktioniert wunderbar. Und wenn man jetzt, hatte ich vorhin vergessen, für die Wegfahrsperre,
dann das elektrische Zündschloss, nee, die elektrische Lenkradverriegelung mussten wir auch übernehmen. Jetzt hört man schon schön, wenn wir das hier reinstecken. Zack, entriegelt. Und dann können wir den Koffer auch schon starten. Oh, aber leider passiert halt noch nichts, wenn wir Gas geben. Und das ist quasi die nächste große Winterherausforderung. Und wenn das geschafft ist, gucken wir mal, wann wir das erste Mal mit dem fahren können. Ja, wie es auf jeden Fall mit dem Projekt weitergeht, halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Wird jetzt nicht, ich sag jetzt mal, alle zwei Wochen ein Video drüber kommen, allerdings Stück für Stück, immer wenn wir mal nichts anderes zu tun haben. Sowas ist natürlich auch nur eine Spielerei nebenbei, also das kann man jetzt finanziell wie auch zeitlich gesehen nicht einfach an einem Stück durchruppen. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden und dann, ja. Wenn euch das interessiert hat, schaltet wieder ein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns demnächst, montags 18 Uhr.